Hallo, meine Lieben. Ich wollte mich kurz melden mit einem Facebook Live und ich habe das heute genannt, warum du niemanden überzeugen musst außer dir selbst und warum gerade das meist das Schwerste ist und wie du das verändern kannst. Und weswegen Affirmationen manchmal funktionieren und manchmal nicht. So, die Selbstüberzeugung. Ich rede über das Gesetz der Annahme von Neville Goddard und da geht es sehr viel um die Selbstüberzeugung. Das heißt, wenn wir uns etwas wünschen, überzeugen wir uns davon, dass das, was wir uns wünschen, bereits da ist. Ja? Das kann jetzt sein Gesundheit, das kann sein Geld, das kann sein finanzielle Freiheit, das kann sein der neue Job, das kann sein eine wunderbare Partnerschaft. Was immer es ist, was wir uns wünschen. Wir stellen uns vor, dass wir das bereits haben und davon überzeugen wir uns selbst. Ja? Das heißt, ich muss mich davon überzeugen, dass es bereits so ist. Wir nennen das beim Gesetz der Annahme der gewünschte Endzustand. Von dem müssen wir uns überzeugen, weil wenn wir es bereits so fühlen, als wäre es so, muss es sich manifestieren. Das besagt das Gesetz der Annahme. Es besagt, dass unsere Annahmen in die Realität kommen. Das heißt, was immer wir annehmen, was wir glauben, welche Schlussfolgerungen wir haben, was unsere Ansichten sind, das, was wir als real fühlen, dass es so ist, das muss sich manifestieren. Das heißt, wenn wir jetzt in einem Zustand sind, den wir nicht wollen, also zum Beispiel Krankheit, kein Geld, keine Partnerschaft, dann haben wir die Annahme, dass es so ist. Wir haben kein Geld, wir haben keine Partnerschaft, wir sind krank. Ja, diese Annahme, wenn wir die bestärken, muss sie sich immer weiter manifestieren. Das heißt, was wir also tun wollen, ist andere Annahmen haben. Die Annahme, dass wir gesund sind, dass wir in einer glücklichen Partnerschaft sind, dass wir Geld haben. Unsere Annahmen kreieren unsere Realität. Ja? Also, wir müssen wissen, da ist ein Wunsch, aber der Wunsch realisiert sich nicht, weil wir es uns so wünschen. Der realisiert sich nur, wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, dass wir daran glauben. Und davon müssen wir uns selbst überzeugen. Und das ist so schwierig. Warum? Weil wir eben nicht nur unseren Verstand haben, der uns sagt, ja, ich muss es mir nur sagen, dann ist es so. Wir haben auch unser Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein reagiert aus versteckten Annahmen, ist gekoppelt mit unserem Verstand, aber ist auch eigenständig. Ja? Und es ist immer stärker als unser Verstand. Das heißt, wenn wir uns von etwas überzeugen wollen, müssen wir uns tatsächlich an unser Unterbewusstes richten. Und wie tun wir das am besten? Ja? Also wir wissen das alle. Wir haben gelernt, wir können Affirmationen sprechen, wir können uns im Spiegel angucken und können sagen, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Und wir werden immer noch nicht schön sein oder uns schön fühlen, wenn wir im Hintergrund, im Unterbewusstsein die versteckte Annahme haben, dass wir nicht schön sind. Ja, wir haben all die Beweise gefunden. Der Mann hat mich verlassen, mein Papa hat mir gesagt, ich bin zwar klug, aber nicht schön, all diese Dinge. Ja, das heißt, es nutzt nichts, es uns einfach nur vorzusagen, vom Verstand aus zu agieren. Wir müssen irgendwie eine Methode finden, unser Unterbewusstsein davon zu überzeugen, dass das, was wir wollen, bereits so ist. Und unser Unterbewusstsein erreichen wir nur in einem entspannten Zustand. Nicht in unserem Alltagsbewusstsein, sondern in einem sehr entspannten Zustand, wo unser Verstand schläft, wo wir in einer Theta-Funktion im Gehirn sind, und wo wir beständig eine Botschaft senden. Ja, Beständigkeit ist so ein Schlüsselwort dafür. Also beständig uns im Unterbewusstsein diese Botschaft senden. Zum Beispiel, ich bin gesund, Geld ist immer da, Geld fließt, ich lebe bereits in einer wunderbaren Partnerschaft. Das sind die Botschaften, die wir ans Unterbewusstsein richten. Und das tun wir wirklich am besten in diesem entspannten Zustand. Und ich möchte so ein bisschen dieses Ding, diese Verwirrung, die ich immer sehe mit den Affirmationen aus der Welt, aus dem Weg räumen. Affirmationen sind cool. Aber sie funktionieren nicht, wenn wir das aus unserem Alltagsbewusstsein machen,
von unserem Verstand her. Das Ding ist wirklich, wir müssen uns an unser Unterbewusstes wenden. Und das nochmal können wir nur, wenn wir in diesem Theta-Zustand sind. Ja, wenn das Gehirn langsam läuft, diese langsamen Wellen laufen. Und wenn wir beständig diese Botschaft an das Unterbewusstsein richten, das ist nicht nur einmal, ja. Und ich habe aus dem Grund, ich mache Meditationen, ich habe jetzt die zweite gemacht, die genau das bewirkt. Also das ist so, wir gehen auf eine Reise der völligen Entspannung, wo wir dieses Gefühl haben, das, was wir uns wünschen, ist bereits da. Und dann der zweite Schritt ist die Affirmation, mit der wir einschlafen können, die sich direkt an unser Unterbewusstes richtet, die wir nicht in Zweifel ziehen, die wir nicht bewerten, die uns einfach nur entgegenfließt und die wir empfangen können. Ja? Das geht wirklich am allerbesten in einem meditativen Zustand. So, ihr könnt das natürlich selbst machen. Ja? Ihr könnt selbst euch etwas vorstellen und dann, wenn ihr im Bett liegt oder wenn ihr entspannt irgendwo liegt, und ihr könnt euch dann diese Sätze sagen, die ihr für euch kreiert habt, die das implizieren, was ihr haben wollt. Aber es ist wirklich, habe ich festgestellt, leichter, wenn wir uns nur entspannen und das uns berieseln lassen von dem. Ja? Also ich habe dafür zwei Meditationen gemacht. Die erste, da geht es um Fülle, da geht es um Leichtigkeit mit Geld, um dieses Gefühl, ich bin sicher, Geld ist immer da. Und die zweite ist Gesundheit. Ja, weil so viele haben ein Thema damit. Also die zweite geht darum, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich bereits gesund bin. Und ich gucke gerade, es sind einige da, die haben die Meditation schon gekauft und ich habe auch schon positive Rückmeldungen bekommen. Jemand hat heute in meiner Gruppe Erfolgreich beginnt im Kopf gepostet. Sie hat die Meditation zur Fülle jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen gehört. Und jetzt hat sie plötzlich einen Mann in ihrem Leben. Die Situation am Arbeitsplatz ist absolut verändert. Alles ist easy. Und sie hat Geld bekommen in Form von Urlaubsgeld, das nicht im Vertrag war, mit dem sie nicht gerechnet hat, dass plötzlich hat sie das Urlaubsgeld. Ja? Solche kleinen Dinge. So funktioniert es. Wenn wir überzeugt sind, dass das, was wir uns wünschen, bereits da ist, kommt es. Wir sehen die Beweise. Wir sehen die Zeichen, dass das, was wir uns wünschen und als real empfinden, dass es bereits da ist und wir uns davon überzeugt haben, dass es so ist, dann bekommen wir die Beweise. Ja? Ich poste dann in den Kommentaren die Links zu den Meditationen und vielleicht ist das was für euch. Das kostet nicht viel. Das sind 25 Minuten, die ihr beim Einschlafen hören könnt und die, glaube ich, wirklich was bringen. Warum? Weil es über euren Verstand hinausgeht, es richtet sich direkt ans Unterbewusstsein. Ihr müsst nichts dafür tun, ihr könnt euch komplett entspannen, einfach nur lauschen und euch berieseln lassen mit diesen Sätzen, die euer Unterbewusstes überzeugen. Cool, das wollte ich euch nur erzählen heute. Ansonsten vielen Dank für alle, die immer kommentieren, die immer liken und loven. Und ich bin sehr, sehr dankbar für euch. Ja, lasst uns gemeinsam eine Welt erschaffen, in der wir genau das haben, was wir haben wollen. Ja? Und lasst uns begreifen, dass es wirklich unsere Wahl ist, unser Wunsch, unser Wille, unser Bedürfnis, unser Verlangen und dass wir nur uns überzeugen müssen, niemand anderen. Und wir, das ist eben nicht nur unser Verstand, das ist vor allen Dingen da hinten unser Unterbewusstes. So, habt noch einen wunderbaren Abend. Danke für euch.